Ja, ein Traum wird wahr. Wir sind hier heute am Karauschentümpel. Ich bin mal ganz gespannt. Karausche, das ist, glaube ich, für jeden so ein Lieblingsfisch. Schleie ist wunderschön, aber Karausche ist noch so ein bisschen schöner. Und mein Kollege Sebastian, der hat hier so einen verwunschenen geheimen Teich und da soll ein schöner Karauschen drin sein. Ich bin mal gespannt, ob es nachher nicht doch nur Giebel sind, weil... aber, ne, Top-Geschichte und ich freue mich drauf, so einen schönen goldenen Klumpen hier gleich rauszuziehen. Ich bin mal gespannt. Ich unterstütze Thomas heute dabei, eine Karausche zu fangen. Ehrlicherweise gesagt ist mein letzter Karauschenfang bestimmt schon, jetzt bin ich Anfang 40, ich glaube mit 18, 19 habe ich an so einem Schlossteich ganz viele Karauschen gefangen. Und die fand ich extrem klasse, weil die kämpfen ja für die Größe super gut. Und ich finde, das sind echt schöne Fische. Deshalb wird es jetzt nach 20 Jahren mal wieder Zeit, dass ich eine Karausche fange. Ich angel hier mit Mais und Made erstmal. Falls ich gleich nochmal Tipps brauche. Ein Buch von Peter Rolfi. Heißt der Rolfi? Der Peter Rolfi? Auf jeden Fall Croc of Gold, ein Buch komplett übers Karauschenangeln. Ich glaube, das wird es in Deutschland auch nicht geben. Aber ist ganz interessant. Und ich dachte mir, Thomas, wenn ich nachher noch ein paar Tipps brauche. Thomas ist ja der Karauschen-Champion, glaube ich. Ne? Muss ich nachher mal nachgucken. Ne, wollte ich mir mal angucken. Ja, Karauschen, das sind ja ganz besondere Fische. Und ich glaube, kein Fisch hat so einen Überlebenswillen wie Karauschen. Ich kann da eine Anekdote erzählen. Zwar, ich hatte früher mal als Kind einen Gartenteich und irgendwann haben wir den abgelassen, ausgebuddelt, alle Fische raus, das Wasser komplett raus. Und dann stand er über den Winter da ohne Wasser und ist komplett durchgefroren mit Schnee und Frost und alles. Und auf einmal im Frühjahr, ich gehe durch den Garten, da sah ich im Schlamm in dem Gartentümpel so S-förmige Schlieren. Und ich denke, ich gucke mir das näher an. Dann haben wirklich in diesem Schlamm, der eingefroren war, über den Winter 2, 3 Karauschen überlebt. Ich habe die rausgebuddelt aus dem Schlamm und in den Bach geworfen, der bei unserem Grundstück vorbeigeflossen ist. Und unglaublich, also die haben wirklich ohne Wasser bei Eis und Schnee ein halbes Jahr in dem nassen Schlamm überlebt. Also das sind schon ganz krasse Viecher. Ne? Und die wollen wir heute fangen. Mal gespannt. Eine Rotfeder. Schöner Fisch. Erster Fisch des Tages. Eine Rotfeder. Boah, makellos. Jetzt gerade ein Biss gehabt, verknallt. Da sagt der Kameramann, jeder Biss könnte ein Bauernkarpfen sein. Und Thomas, da wollte ich dich ja mal fragen, warum sagt man denn Bauernkarpfen zur Karausche? Weißt du das? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die in so kleinen Löschteichen am Bauernhof, in so kleinen Tümpeln, das sind halt die Tiere, die da noch überleben können, auch wenn der halb austrocknet im Sommer. Das ist die einzige Fischart, die da gut zurechtkommt. Da machen selbst Karpfen schlapp, ne? Aber Karauschen, die können damit umgehen. Oder weil es die Bauern gegessen haben, keine Ahnung. Hast du mal Karauschen gegessen? Nee, kann man essen, schmecken wahrscheinlich wie Karpfen, aber ich habe noch keine gegessen. Nee. Heute vielleicht. Oh, hier, flutsch. Oh. Sie werden etwas größer. Ja, jetzt bemängelt der Thomas schon, dass ich nicht zielfischorientiert angel. Naja, wenigstens beißt bei mir. Hast du schon eine Rotfeder heute gefangen? Wie machst du das? Ach so. Oh! Das zum Thema Vermeidung von Fischen, die keine Zielfische sind. Was hast du, 18er Schnur? Ist doch gut. Ich rocke nur ins Kraut und dann hat sich die Sache erledigt. Wie groß ist er denn? Alles so groß, aber groß genug. Die kriegen hier. Ich merke schon Rums in die Kraut. Ja, ist natürlich ein bisschen. Ja, jetzt sitzt er schon im Kraut. Ja. Ausgehakt.
Wollten wir nicht karpfen. Dafür ist das Zeug einfach zu hat klein. Hat sich schön an meiner Angelstelle ins Kraut gesetzt. Ist ausgehakt. Hat sich im Kraut losgeschlagen. Hast du nur Mais drauf gehabt? Zwei Körner, ja. Okay. Ja, ich habe ja noch Karpfen zwei Mal. Karpfen können mal schön zu Hause bleiben. Aber ich nehme an, 7, 8 Pfund oder so. Größer, glaube ich nicht. Ist doch nicht schlecht. Ja. Weiter geht's. Brauchen wir nicht. Ich hätte mich über den Karpfen sehr gefreut. Finde ich schon nicht schlecht. Angelst du eine halbe Stunde, hast direkt Karpfen. Bauernkarpfen hin oder her, ein richtiger Karpfen, der kann auch gerne beißen. Ich habe auch relativ dicke Schnur drauf, 22,5er. Weil der Sebastian mir ja gesagt hatte, hier beißen zwischendurch mal Karpfen. Aber jetzt fange ich erst einmal eine Rotfeder. Aber die dicken Fische können beißen. Sind auf alles vorbereitet. Wie heißt der Karpfensee? Aber den holen wir jetzt raus. Bemühe mich ja. Also ich kann den ja nicht. Ich kann hoffen, dass er sich im Freiwasser ein bisschen müde macht. Ich habe ja schon auf Bremse zu. Ja. Besser als der davor? Nee, kleiner. Aber der ist ein bisschen. Geht zum Glück mit und er macht sich jetzt schön im Freiwasser müde. Das ist gut. Vor allem das Witzige ist, Thomas hat am Wochenende 3 Tage gezielt auf Karpfen geangelt und keinen gefangen. Mhm. So ist das, ne? Ja, das ist nicht blöd, ne? Aber den kriegen wir bestimmt. Sorry! Kescher weg. Kescher raus. Ja, ja, ich bin Kescher raus. Ja, mal verfangen. Ja, die Schnur da drin. Die Schnur, ey. Der Schmetterlings. Schmetterlingsfänger. Jetzt mach durch. Sorry! Kein Problem. Da ist er. So, Schnur ist frei. So. Ah, well done, mate. Ja, beim zweiten Versuch. Sehr ja, gut. Petri, ne? Ja, Petri, Dank. Ne? Guck. Das hätte auch eine Karausche sein können, aber schön. Ja, mit so schönen Schuppen. Dachte ich, es wäre eine Karausche. Aber ein kleiner Fisch. Kleine Karpfen. Ah, ein hübscher, ne? Hübscher Kerl. Ne, hier Unterscheidungsmerkmal. Karauschen haben keine Barteln. Ne? Wenn der Fisch Barteln hat, der hat sogar nur zwei. Ne, hat 4 Stück. Das ist also ein richtiger Karpfen. Es gibt ja auch Hybriden von Karauschen und Karpfen, die haben nur 2 Barteln. Aber der hat 4 Stück. Aber eine Karausche in der Größe wäre doch schon. Die wäre schon geil gewesen. Mhm.
was, guck mal. Das könnte unsere erste Karausche sein. Du kannst ja noch mal die Rückenflosse kontrollieren. Alles wieder. Aber das geht schon, das ist schon. Naja, guck mal, Bart, guck mal, Bartel, du bist näher dran. Hat er zwei Bartel? Doch, ne? Ich sehe das nicht so von so weit weg. Ne. So eine winzige Bartel dran? Ne. Ne, gut. Ja, Petri. Upp. Aber echt schöne Fische, ne? Ja. So. Oh. Gucken, ob man. Jetzt wirft er hier rüber. Thomas, du kannst, wenn du möchtest, ruhig hier rüber werfen. Nee. Haben wir mal wieder eine kleine Karausche. Guck. Beim Mittagsschlaf. Ja. 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 Was haben wir denn da? Kescher, Thomas? Hier. Ui, eine gute Handvoll. Haken ist raus. Guck mal hier, wieder mit dem Wurm, ne? Ja. Ja, schau mal hier. Thomas, was meinst du? Ist eine Karausche? Ja, es geht ziemlich Richtung Giebel, weil eine Karausche hat eine nach außen gewölbte Rückenflosse. Die ist also richtig nach außen gewölbt. Und die ist ja so ein bisschen gerade oder nach innen gewölbt. Ja. Dann sind die Bauchflossen auch gleichfarbig. Bei einer Karausche sind die rötlich. Aber es ist alles und seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten untereinander gemischt. Ja. Kann man gar nicht sagen. Auf jeden Fall ein schöner, hübscher Fisch. Ne? Kein Barteln hat da gar keine. Ne? Aber freut mich jetzt ja, dass wir etwas größere gefangen haben. Ja, sehr schöner. Guck mal hier. Schön. Ja. Ja. Mal ein kurzer Blick auf meine Montage. Einfacher kann sie eigentlich nicht sein, als ich sie gemacht habe. Ich habe hier eine durchgehende 22er Schnur, weil wir mit Karpfen auch zwischendurch rechnen. Dann habe ich mal mich für eine Stachelschweinpose entschieden. Habe die mit drei Bleischroten austariert. Und ans Ende habe ich einen 12er Öhrhaken gebunden. Benutze jetzt kein Vorfach, auch einfach wegen der Gefahr der ganzen Karpfen. Ich hatte erst befürchtet, dass wir vielleicht mehr Abrisse beim Kraut bekommen, aber das war jetzt problemlos möglich. Also diese Montage mit den Bleischroten ist ja ganz simpel und ich habe jetzt das Bebleihungsschema zwischendurch immer ein bisschen verändert. Also zu Beginn auf die Maden hatte ich ja einige Rotfedern, da waren die Bleie auch weiter noch auseinander, habe ich das schön abgestuft bebleit. Dann wollte ich aber keine Rotfeder mehr fangen. Dann habe ich die Bleie zusammengeschoben, dass der Köder schnell nach unten sinkt. Also einfach dann so. Und habe weiter unten geangelt. Und jetzt habe ich es wieder ein bisschen variabel gestaltet. Hier ist das ja nicht tief, 1,5 Meter höchstens. Und ich habe den Köder dann immer so knapp über dem Grund bzw. auf dem Grund aufliegend präsentiert. Ich habe jetzt eine feststehende Pose montiert. Und Thomas hat ein Stillwater Blue, einen klassischen Karauschenwaggler, bei seiner Montage montiert. Und
Da ist er ein bisschen variabler mit als ich mit meiner feststehenden Montage. Aber die kann er euch mal selbst zeigen. Ja, meine Montage zum Karauschenangeln sieht ein bisschen anders aus als bei Markus. Und zwar habe ich die berühmte Drennan Stillwater Blue montiert. Die Pose wurde schon, naja, vor fast 40 Jahren von der Specimen Hunting Group Dortmund zum Karauschenangeln empfohlen. Und das ist irgendwie, das Buch habe ich in Kindertagen gelesen, das ist irgendwie im Kopf hängen geblieben. Und naja, wenn man mal auf Karauschen geht, dann habe ich die eben rausgekramt und heute montiert. Man könnte die als Laufpose montieren, aber ich habe die jetzt klassisch als Waggler montiert mit zwei AA-Schroten unten, dass die sozusagen feststehend ist. Und dann folgt einfach nach einem Meter so eine Bulkbebleihung aus drei BB-Schroten. Und unten habe ich noch einen Spionageschrot sozusagen, 20 cm vorm Haken. Nochmal ein BB und das liegt bei mir auf Grund auf. Und sobald der Fisch den Köder nimmt, hebt er das Blei an und die Pose steigt dann sozusagen auf und signalisiert einen Hebelbiss. Als Haken habe ich einen Drennan Plättchenhaken, ein 10er ist das, schön stabil. Der kann auch einen 20 Pfund Karpfen aushalten, überhaupt kein Problem. Durchgehend ohne Vorfach direkt an die Hauptschnur geknotet, 18er Hauptschnur und naja, bis jetzt hat es funktioniert. Zwar nur auf Karpfen, noch keine Karausche, aber es kann ja vielleicht noch werden. Ja, weil der Markus auch ein Karauschenbuch mitgebracht hat, habe ich auch eins mitgebracht. Wir mussten uns ja Rat holen vorher. Hier ist das Buch und ganz witzig, ne, habe ich Weihnachten 1984 als 14-Jähriger von Onkel Josef und Tante Gisela geschenkt bekommen. Und irgendwie hat sich das so eingeprägt und ich gucke mal gerade im Karauschenkapitel. Moment, das ist der Brassenschleien. Karauschen, Geräte auf Seite 99. So, Geräte, Methoden. Und hier steht's: In Teichen und anderen ruhigen Gewässern den Stillwater Blue der Firma Drennan. Ja, und den habe ich heute drauf gemacht. Hat nicht viel gebracht, aber schauen wir mal. Vielleicht kommt noch was. Ich setze jetzt voll und ganz auf Wurm. Weil die ganzen Karauschen, wenn ich mich recht erinnere, sind alle auf Wurm gekommen. Ich habe mit Maden angefangen, da gab es nur die Rotfedern. Thomas hat nur Mais benutzt, da gab es die Karpfen. Verschiedene Cocktailköder habe ich benutzt, da gab es auch Rotfedern. Und auf dem Wurm gab es Barsch und Karauschen. Ja, die Sonne brennt jetzt von oben runter und seit einer guten Stunde haben wir auch keinen Zupfer mehr gehabt. Wir machen jetzt Feierabend, sind eigentlich sehr zufrieden, ne? Der Markus hat, naja, wie viel Karauschen? Vier habe ich gefangen. Vier Karäuchelchen gefangen, ne? Ich habe, wie viele große Karpfen? Einige, zwei. Aber es war ja leider nicht das Ziel, aber wir sind eigentlich ganz glücklich und happy, hat super Spaß gemacht bei tollem Septemberwetter hier, traumhaftes Gewässer. Wir sind bestimmt nicht zum letzten Mal hier gewesen, das steht fest.